Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Im letzten Part haben wir Mulan die abgeschlossen. Nein, im vorletzten Part haben wir Mulan die abgeschlossen. Im letzten Part haben wir Quests gemacht und ich muss noch schnell etwas, bevor wir jetzt hier groß anfangen, muss ich ganz kurz etwas, eine Kleinigkeit einfach nur machen. So eine winzig kleine Kleinigkeit. Wir können nämlich die Erdenklinge schon holen. Ja, ich hatte das einfach nur vergessen. Man muss einfach nur diesen Teil der Story erledigen. Also, die Story, das Questlog aktualisiert sich, sobald man Falons Heim betreten hat. Und, das reicht eigentlich schon aus, damit wir die Erdenklinge erhalten können. Ja, das habe ich natürlich nicht gewusst. Deswegen hole ich jetzt die Erdenklinge schnell. Jawohl. Und dann fahren wir einfach mit der Story fort. Aber ich wollte das jetzt noch schnell machen, weil ich weiß es nicht, weil. Einfach weil. Weil, und das ist ein Grund und das merkst du dir. So. So, das können wir mal sortieren. Wir haben hier ein paar Wolfsabzeichen. Das ist ziemlich awesome. Wir können das mal sortieren. Wow, hier haben wir gleich gar nichts. Und hier haben wir nichts. Und hier können wir auch sortieren. So. Wie viele Seiten habe ich denn mittlerweile wieder gerümpelt? Oh, ja, das sind ja nur 12 Seiten. Das ist relativ wenig, muss ich sagen. Aber ich haushalte auch sehr gut. Also, ich verkaufe den ganzen Scheiß immer. So, ist das Adamantium endlich fertig? Das ist es in der Tat. Ein prachtvolles Stück, wie es nur ein Zwerg vollbringen kann. Hier, nehmt es. Kein Danke, kein gar nichts, einfach nur Tschüss. Nein, nicht mal ein Tschüss, gar nichts. Einfach nur So, die Erdenklinge, schwere Kriegskunst, große Klingenwaffen 6 oder leichte Kriegskunst, kleine Klingenwaffen 8. Schaden 10 bis 17, Reichweite 1, Geschwindigkeit 110%, Effekt zersetzen. So, wenn wir jetzt das sehen, 8 bis 15, 10 bis 17, ist schon mal besser als das Seelenschwert. Allerdings hat das Lebensraub. Lebensraub ist natürlich schon ziemlich cool. Ich glaube, was, die alte Universität? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir können uns ja nochmal porten, wenn es ist, ja. Lebensraub ist halt geil. Reichweite 1, Geschwindigkeit 110. Ja. Und das Problem ist, dass die 10 bis 18 hat. Also, jetzt werden sich alle denken, okay, die Erdenklinge ist jetzt nicht so geil. Diese Waffe hat man normalerweise nicht. Diese dunkle Sichel kann man sich nur kaufen und deswegen haben die meisten Leute die dunklen Sichel wahrscheinlich niemals beim Spellforce The Order of Dawn Durchspiel niemals bekommen, weil sie nicht darauf achten. Zumindest wenn sie als Nahkämpfer spielen, anders ist es ja egal. Ja, aber ich werde trotzdem austauschen, wegen ein Schaden ist mir egal. Da ist der Effekt zersetzen zu geil und der hat 10% mehr Geschwindigkeit. Es lohnt sich, glaube ich schon. Obwohl die dunkle Sichel hier kleine Klingenwaffen 9 hat und das hier 8. Aber, ja, ich glaube, es lohnt sich. Wer seid ihr? Weist euch aus. Ein Gesandter des Ordens. Was geht hier vor? Krieg zwischen den Armeen der Roten Legion und den Briarwölfen. Wir kämpfen um die Vorherrschaft und die Wasserquellen in diesem Land. Seid ihr nicht der, der den Gottwall befreit hat? Jupp. Ja, ich bin dort bereits euren Leuten und den Briarwölfen begegnet. Dann führt euren Kampf fort. Es gibt Runenmonumente in diesem Land. Kämpft an unserer Seite. Gemeinsam können wir die Briarwölfe endgültig vernichten. Ja, vielleicht mag ich das gar nicht. Vielleicht mag ich die Briarwölfe viel mehr als die Rote Legion. So, Moment, Mikrofon ganz kurz besser ausrichten. So, was ist das für ein Land? Es ist Farlons Heim. Der Name stammt von dem Handelsposten der Freihändler. Er liegt an dem See in der Mitte des Landes. Der See ist die letzte große und beständige Wasserquelle in dieser Region. Für uns allein würde das Wasser reichen. Doch seitdem die Briarwölfe hier sind, wird jeder Tropfen mit Blut bezahlt. Natürlich. Jetzt müssen wir kämpfen, bis nur noch eine Gruppe übrig ist. Noch ist der Kampf unentschieden. Wir kontrollieren den Osten, die Briarwölfe den Westen. Der Norden ist Drachenland. Dorthin wagt sich niemand. Drache! Ein paar Mal hatten wir die Wölfe schon weit zurückgeschlagen, aber die Verteidigung ihres Hauptlagers ist einfach zu stark. Ihr habt uns auf dem Gottwall einen großen Dienst erwiesen. Unser Kommandant wird euch sicherlich sehen wollen. Eure Macht kann uns helfen, die Wölfe ein für alle Mal zu vertreiben.
Bitte, ich brauche eure Hilfe. Bitte, ich kann nichts machen. Ich bin nur ein Mensch. Tja. Wo finde ich euren Kommandanten? Kommandant Halikos ist in unserem Hauptquartier, südöstlich von hier. Ja, wo finde ich Phalom? Folgt dem Weg ins Tal. Sein Handelsposten liegt in der fruchtbaren Senke in der Mitte des Landes. Farlorn ist neutral. Ihr werdet dort auf keinerlei Schwierigkeiten stoßen. Es ist der letzte sichere Fleck in diesem Land. Er ist neutral, okay. Gibt es hier Ruhmmonumente? Es gibt eins unten im Tal, nahe dem Handelsposten. Ein hässliches Ding mit einer Orkstatue drauf. Eine Orkstatue? Was würden eure Leute tun, wenn ihnen plötzlich Orks zur Hilfe eilten? Sie würden es wahrscheinlich als Angriff verstehen und die Orks niedermachen. Alter Hass, versteht ihr? Ja, oder ich mach sie nieder. So etwas hatte ich befürchtet. Dann werde ich meine Armeen von den euren fernhalten müssen. Ja, habt ihr etwas über einen Dieb namens Amun gehört? Ein windiges kleines Wiesel. Es gibt niemanden hier in den Düsterlanden, der ihn nicht sucht. Er hat sich unter Farlons Fittichen verkrochen. Das ist allerdings schon eine Weile her. Fragt Farlon am besten selbst nach ihm. Ich wette, dieses Wiesel hat sich schon längst wieder aus dem Staub gemacht. Okay, dankeschön. Ja, diese Karte ist ein bisschen interessant, weil wir haben es hier tatsächlich mit einem interessanten Drei-Fronten-Krieg zu tun. Wir haben hier einerseits Lager von der Roten Legion und wir haben, hier ist Drachenland, da gehen wir erstmal nicht hin. Und andererseits haben wir hier die Bria-Wölfe und hier wieder Rote Legion und Bria-Wölfe, genau, und die sind ziemlich stark. Die Wolfselite, Level 22 und die sind sehr stark und ich versuche sie alle zu töten, aber ich glaube, die geben null Erfahrungspunkte. Aber ich werde es trotzdem versuchen, sie zu töten, das ist mir egal. Ich mache das einfach und ich finde es krass, dass die Spawnpunkte jetzt schon aktiv sind, einfach nur aus dem einfachen Grund, weil... Ja, und jetzt habe ich natürlich zwei Schwerter mit jeder hat einen eigenen Effekt. Das ist natürlich schon geil. Und besonders der Lebensraubeffekt ist geil, weil man kann damit schon, das ist schon ein Gamechanger. Runenkrieger, zu mir! So, One-Shot, ja, genau. So machen wir das. So, und während wir hier schon mal ein bisschen die Türme einreißen, könnte ich mal gucken... Stufe 25. Ah, ist ja wunderbar. Na komm, reißen wir den Turm auch noch ein. Oh, fuck das! Die spawnen schon normal. Ja klar, sie können auch schon normal spawnen, weil die spawnen auch schon. Und ich lasse die jetzt erstmal am Leben, sonst reißen die mir noch die ganzen Gebäude ein. Ich glaube, ich sollte die Karte einfach normal spielen. Aber so sehr, wie ich ihnen schon geholfen habe, werden sie wahrscheinlich dieses Lager ja schon komplett einnehmen. Was ich nicht schlimm finde, weil ich, soweit ich weiß, geben die eh keine Erfahrungspunkte. Ja, hier ist nichts. Ein großes Nichts. Sehr schön. Und ja. Ja, wir haben das Gleichgewicht hier schon komplett aus... das Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht gebracht. Wie sagt man? Ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Wir haben hier ein Ungleichgewicht verursacht, wollte ich sagen, irgendwie. Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Lass mich. So. Da haben wir ein Seelenfels aktiviert. Reden wir erstmal mit dem Kommandanten selber. Tretet näher, Runenkrieger. Ich habe schon viel von euch gehört. Und das ist wenig. Ihr seid der Kommandant der Roten Legion? Der bin ich. Ihr habt unsere Siedler auf dem Gottwall gerettet. Nun, ich bin Soldat, kein Barde. Reden liegt mir nicht. Dennoch, danke für alles, was ihr für uns getan habt. Ja, Kurt, erzählt mir, ihr habt in der Schlacht von Kaif-Halur gekämpft. Das ist richtig. Ich war dort. Mehr als 8 Jahre ist das jetzt her. Ein grauenvolles Gemetzel. Nur wenige Tage bevor die Konvokation ausbrach. All die Wochen zuvor sind wir von Sieg zu Sieg geeilt. Ulatas Horden überrannten alles. Sie stampften Hokans graue Heere in den Staub. Doch dann, als wir Kaith Halur schon in Brand gesetzt hatten, kamen sie.
Schwarze Wesen, Albträume aus Stahl übersät mit Klingen und Stacheln. Sie schritten durch unsere Reihen wie Schnitter durch reifes Korn. Sie kannten weder Erbarmen noch Erschöpfung. Ihre Schreie, ich werde das niemals in meinem Leben vergessen. Wir nannten sie die Eisernen. Und wäre die Konvokation nicht gekommen, sie hätten uns alle niedergemäht. Alle. Gut, okay, alles klar. Habt ihr Interesse an Wolfszeichen? Ja, ei. Ich habe meinen Männern eine Belohnung für jedes Wolfszeichen versprochen, das sie mir bringen. Brias Truppen haben verdammt viel Zulauf. Unsere einzige Hoffnung ist es, ihre Anführer auszuschalten. Deshalb die Belohnung. Ach, gilt das auch für mich? Ei. Wenn ich meinen Männern Geld gebe, warum nicht auch euch? Zeigt her. Wartet, eins nach dem anderen. Ich nehme erst einmal diese 5. Hier, euer Geld. Jo, wir bekommen jetzt Erfahrungspunkte. Das war viel. Möchte ich darüber gesagt haben. Das war fucking viel Erfahrungspunkte, die wir jetzt bekommen haben. Wie viele Wolfszeichen habe ich noch? 3. Die Götterfremder. Verfügt ihr über Kenntnisse in der Heilkunst? Nein. Warum fragt ihr? General Thorn, sein Blick wird von einem Katarakt vernebelt. Er wird erblinden, falls ihm niemand den Star aussticht. Ich bin Tom, sein Feldscher. Doch dies übersteigt meine Fähigkeiten. Okay. Gut, das lassen wir jetzt erstmal. Wo wollen wir denn jetzt hier hin? Ja, ich bekomme pro Wolfsabzeichen 20 Silber, das ist wunderbar. Ja, ich würde sagen, gehen wir zu den Orks. Oh yeah, für die Horde. Vorwärts, vorwärts. Arbeit, immer nur Arbeit. Oh yeah, ich freue mich schon. Auf dieser Karte können wir endlich ein paar Quests weitermachen. Ja, fast alle können wir weitermachen. Das meine ich sogar ernst. Und genau, ich würde sagen, wir beschleunigen das Ganze mal. Vorsicht, wir werden angegriffen. Denn für so doofe Laufzeiten habe ich keine Zeit. Genau. So, das aktivieren wir mal und der Typ möchte es unbedingt wissen, der möchte einfach nur aufs Maul. Hier haben wir übrigens Phalom. So, allerdings werde ich mich jetzt erstmal auf die Orks konzentrieren. Denn wir haben noch nichts mit den Orks zu tun gehabt, die Orks sind komplett fremd. Die Orks sind, wie man unschwer erkennen kann, eine dunkle Rasse. Oh ja, Orks sind böse, das wissen wir alle seit Herr der Ringe. Seit Gothic 1, WoW? Weiß ich nicht. Bei WoW kann man es so oder so sehen. Genau, Orks sind böse. Orks sind böses, asoziales, dunkles Abschaum. Ich liebe Orks. Genau, wir haben es hier mit Orks zu tun. Orks ist eine dunkle Rasse. Es gibt auch helle Rassen. Allerdings weiß ich gar nicht, ob wir in Spellforce 1 auf einer Karte, auf einer Ebene, helle und dunkle Völker zusammen haben können. Ich weiß nicht, ob das ging. Ich weiß, dass es im Breach of the Winter, da weiß ich eine Karte, wo es definitiv so war. Und da war es so, wenn man seine eigenen Rassen, die hellen und die dunklen, wenn sich die begegnen, wisst ihr, was sie machen? Die hauen sich fett auf den Sack. Ja, die sagen sie nicht so, ey, wir sind Verbündete. Nein, das sind verdammt nochmal helle und dunkle Rassen. Die machen da einen Unterschied. Und das finde ich ziemlich lustig. Wohin? Gut. Gut. Und ich mag die Synchro, muss ich sagen. Es ist ziemlich orkisch. Das ist so, halt's Maul, Mann, ich hasse dich. Das ist schon ziemlich okay. So, und jetzt würde ich sagen, bauen wir erstmal eine Holzfällerhütte. Die stellen wir jetzt einfach dahin. Lass uns lieber Krieg führen und nicht irgendwelche Gebäude bauen. Ich bin müde. Oh, ich bin müde. Ich finde das. Ich weiß nicht, ich mag die Orks einfach. Die Orks sind, glaube ich, generell sehr beliebt. Also nicht in dem Spiel, aber so generell bei anderen Spielen habe ich nichts gespielt, aber StarCraft sollen sie auch eine coole Synchro haben.
Ja, ich mag Orks. So, ich würde sagen, während die Orks hier ein bisschen was machen, auf dieser Karte möchte ich mir ein bisschen Zeit lassen. Ich werde die Späher hier sofort ausschalten. Weil ich diese Karte nicht mehr so gut in Erinnerung habe. Um genau zu sein, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie diese Karte aussieht. Im Groben weiß ich schon, was für Gegner es gab und keine Ahnung. Aber ich weiß nicht so wirklich bis ins Detail Bescheid, wo ich hingehen muss. Das ist die erste Karte, wo ich nicht wirklich Bescheid weiß. Genau. So, wir brauchen 90 Holz. Ja, keine Lust. So, da warte ich jetzt noch, bis wir die 90 Holz haben und dann baue ich schnell ein kleines Haupthaus. Wo baue ich das denn hin? Ach, das können wir hier oben hinbauen. Ich kann sie schon mal hingehen lassen, dann spart man sich ein bisschen Zeit. So ein paar Strategiefreaks werden das wahrscheinlich so machen, die so voll professionell Strategiespiele spielen. Aber ich, keine Ahnung. Mir ist das egal, weil das ist nur gegen NPCs. Das ist nicht so schwer. So, sprechen wir mit John Farlon. Willkommen in Farlons Heim. Von euresgleichen habe ich hier ja schon lange keinen mehr gesehen. Wir sind ein netter Typ. Freihändler. Erwartet also nicht, dass wir an eurer Seite in eine Schlacht ziehen. Ich bin Farlon, der Besitzer dieses Handelshofes. Ja. Mit wem treibt ihr Handel in dieser rauen Gegend? Seitdem das Portal nach Graufurt verschüttet wurde, ist unser Geschäft praktisch zum Erliegen gekommen. Jetzt beliefern wir nur noch die Siedler dieser Region mit dem wenigen, was wir noch haben. Wasser ist unser wichtigstes Gut. Warum habt ihr nichts unternommen, um das Portal wieder frei zu bekommen? Oh, das haben wir seit euch dessen gewiss. Vor einiger Zeit schon sandten wir nach einem Zwerg, einem der großen Baumeister aus Windholme. Doch er hat unser Land nie erreicht. Vielleicht ist auch unser Bote den Untoten zum Opfer gefallen. Wer weiß das schon? Ja, ja, genau, wer weiß das schon. Was könnten wir noch fragen? Ah, man sagt, ihr besitzt einen besonderen Glassplitter. Ein Kunstwerk voller Schönheit und Schwermut. Ja, so etwas befand sich in meinem Besitz. Befand? Oh. Da war ein Magier, ein Kerl namens Mechlan. Er war wie besessen von diesem Splitter. Er hat gefeilscht, gedroht und uns am Ende seine Söldner auf den Hals gehetzt. Nur seinetwegen sterben hier täglich Dutzende durch die Schwerter der Briarwölfe. Ich beschloss, den Splitter von hier fortzubringen. Ich gab ihn Elwin, einer reisenden Elfin. Sie sollte den Unglücksbringer zu den Magiern nach Graufurt bringen. Doch sie kam nicht weit. Wir sahen, wie sie von den Söldnern verfolgt und aufgegriffen wurde. Man nahm sie gefangen und brachte sie ins Hauptlager der Briarwölfe. War ja ein Spitzenplan. So, bevor wir jetzt hier sehr viel Zeit verstreichen lassen, baue ich einfach irgendwas jetzt. Obwohl, nein, ich könnte hier schnell eine Schmelze hinbauen. Und dann nehme ich mir 5, die mir hier eine Mine... 100 Holz für eine Mine! Okay. Willkommen. Okay, also, er hat seinen Splitter verloren, ist irgendwo bei einer Elfin, die von den Briarwölfen gefangen und genommen worden ist. Okay, ich würde mich eine Zeit lang hier aufhalten müssen. Wenn ihr eure Runenkräfte dazu nutzt, die Briarwölfe von hier zu vertreiben, dann soll es uns recht sein. Ich dachte, du bist neutral. Wenn ich Orks auf eurem Land beschwöre? Wir Freihändler sind immer neutral gewesen. Selbst die dunklen Völker begegnen uns mit Respekt. Ihr mögt beschwören, wen und was ihr wollt, solange ihr diesen Krieg beendet. Ich bin an Politik nicht interessiert. Ich versuche nur zu überleben. Ach so, er macht keinen Unterschied zwischen hellen und dunklen Völkern. Das hat im Grunde nichts mit, es hat nichts damit zu tun, ob jetzt jemand gut oder böse ist für ihn. Das finde ich eigentlich eine coole Einstellung, weil... muss ja nicht heißen, bloß weil ein dunkles Volk dunkel ist, dass es böse ist. Das muss es ja nicht bedeuten. Das heißt es auch nicht. Das wird man später noch ein bisschen besser kennenlernen. Das geht am Anfang ein bisschen unter, finde ich. Aber später merkt man das dann eindeutig, wenn man hauptsächlich NPCs von den dunklen Völkern kennenlernt, die man auch selber spielen kann, merkt man dann noch deutlich, dass... Okay, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Ja.
Ich habe hier was falsch gemacht. Ich wusste, dass ich es falsch gemacht habe, aber ich war mir nicht mehr sicher, welches Gebäude. Das Schlitterzelt gehört hierhin. So, jetzt holen wir uns erstmal 5 Arbeiter, die mir ein Schnitterzelt bauen. Ah, die haben schon gut abgeholzt, das ist sehr schön, da kann ich nämlich gleich was reinstellen. Und dann bauen wir noch ein Nahrungslager, brauchen wir zuerst eigentlich. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Holz. Okay, alles klar, dann kann ich in der Zwischenzeit weiterreden. Willkommen zurück. Hallo. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich geil, ich hoffe, das stört euch nicht, aber so ein bisschen quatschen, nebenbei können die schon mal arbeiten. Ich finde, das ist ziemlich optimal, weil wir eigentlich die ganze Zeit Rollenspiel machen und gleichzeitig nebenbei so den langweiligen Aufbaupart machen. Was wisst ihr über Amun? Ich hätte mir denken können, dass ihr seinetwegen hier seid. Amun kam hierher, um bei uns Schutz zu suchen. Doch er blieb nicht lange. Er hatte einen dieser unseligen Splitter bei sich. Dieser Nagel. Irgendwer erzählte ihm, man könne mit der Macht dieses Splitters anderen seinen Willen aufzwingen. Amun war daraufhin wie verblendet. Er begann von Drachengold und Schätzen zu fantasieren. Der Drache im Norden. Hi, dieser Träumer. Fymir ist ein alter Diener Urams, noch aus den Zeiten des Krieges. Mit seinen zerfetzten Flügeln ist er gefangen in diesem Land. Könnte er noch fliegen, er würde alles niederbrennen. Armun glaubte, er könne diese Bestie bestehlen, einen Drachen bestehlen. Er ging nach Norden und seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Tja, wer legt sich auch schon mit einem Drachen an? Voll Honk. So, dann bauen wir hier ein Nahrungslager. Ah, da können wir aber ein paar Leute mehr mit einspannen. Jawohl. Wir können hier auch Fisch holen. Das ist ziemlich praktisch. Und ich habe bestimmt ein paar Späher übersehen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ah, seht mal, die fangen schon an, hier die ersten Gebäude einzureißen. So. Ich muss sagen, Orks brauchen ganz schön viel Holz für ihr Zeug. Also, finde ich echt ein bisschen extrem. So, dann bauen wir hier ein Jagdhaus. Das stellen wir mal da oben hin. Und dann eine Fischerhütte. Dafür brauche ich 50 Holz. Okay, ich brauche danach eh kaum noch Holz. Ich glaube, für Truppen braucht man gar kein Holz, oder? Braucht man für Truppen Holz? Ja, und ich brauche sogar... Ich brauche nicht mal Eisen. Ich brauche nicht mal Eisen. Warum baue ich Eisen ab? Ich brauche nicht mal Eisen. Das Gebäude ist einsatzbereit. Fischhütte. Fischhütte, Fischhütte. Lasst uns lieber so führen. Okay. Gut, mit Fallem sind wir erstmal fertig. Hier reden wir mit Rigor Mortis. Verdammtes Land. Verdammte Hitze. Verdammte Schwachköpfe. Sehr sympathischer was Typ. Was wollt ihr jetzt? Nur zu, macht einen schlechten Tag noch schlechter. Die Höflichkeit in diesem Land versetzt mich immer wieder aufs Neue in Erstaunen. Sarkasmus. Ich werde euch eure Höflichkeit gleich in den Hals stopfen, wenn ihr nicht verschwindet. Ja, Kastaschgier schickt mich mit dem Ring zu euch. Der Schattenring. Ich kann es nicht glauben. Woher habt ihr ihn? Ein schemenhafter Untoter trug ihn bei sich. Endlich. Ihr wisst gar nicht, was ihr da in euren Händen haltet. Jetzt ist er plötzlich freundlich. Was hat es mit diesem Ring auf sich? Er ist das Tor in die Welt der Schatten. Seine Magie ist verbraucht. Doch ich kenne den Zauber, um ihm wieder neue Kräfte einzuhauchen. Wartet. Hier habt ihr ihn zurück. Der Ring ist zu euch gekommen. Ihr habt ihn gefunden, ihr müsst ihn auch tragen. So ist es vom Schicksal vorherbestimmt. Und was soll ich damit tun? Macht er mich vielleicht unsichtbar? Nein, im Gegenteil. Er macht Unsichtbares sichtbar. Wenn ihr diesen Ring tragt, seid ihr dazu in der Lage, die Schattenwesen zu sehen. Sucht nach ihnen. Vernichtet die schwarzen Phantome, wo immer ihr sie auch antreffen mögt. Niemand weiß, wie weit sie bereits in unsere Welt vorgedrungen sind. Nur ihr könnt sie sehen, findet sie und bekämpft sie. Und sucht nach Hinweisen, die uns verraten könnten, was sie vorhaben. Solltet ihr etwas finden, bringt es zu mir. Ja. Den kralle ich mir jetzt aber. Okay, die bauen hier schon mal alles auf. Ich habe ganz schön viele Arbeiter besetzt. Wie viel brauche ich denn für das nächste? 200. Oh, das haben wir eh gleich zusammen.
Und ich glaube, ich habe noch keinen kommen lassen, weil ich dieses Warnsignal in der Zwischenzeit gar nicht gehört habe. Und wir machen uns die Karte ganz schön schwer, denn ich sehe gerade, wir haben noch nicht mal das mittlere Haupthaus. Das ist nichts. Wir haben noch nicht das große Haupthaus. Vielleicht hätte ich erst den Spalt machen sollen. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich habe keine Ahnung. Reden wir nochmal mit Rigor Mortis. Nein. Wir schalten natürlich erstmal den Späher hier aus. Ja, 50 Millionen Scharfschützen. Ist ja wunderbar. Ist ja ganz toll. So macht mir das Spaß. Ich finde das so lustig, die kauen sich hier halt permanent aufs Maul. Und die Brierwölfe sind eindeutig stärker. Eindeutig stärker. Ist ja klar, wir wollen sie ja bezwingen und die kriegen ja unsere Hilfe, also müssen sie stärker sein. Und intelligent ist ja. Reden wir nicht drüber. So, wir werden jetzt ein bisschen warten müssen, danach können wir wieder ein bisschen was herstellen, dann fangen wir mal an, die ersten zu verstärkt mit seiner Musik die Kampfstärke der eigenen Truppen. Ja, was heißt Kampfstärke? Stärke, Zauberkraft, das... Was ist jetzt schon wieder? Ja, ist sehr freundlich. Was ist dein verdammtes Problem, was? Du Arsch? Problem? Kein Problem. Ich bin nur zur verflucht falschen Zeit am verflucht falschen Ort. Ich verfolgte einen Feind unserer Gilde, einen Dunkelelfen namens Tar. Aber dieser Bastard hat sich irgendwo in Mulandir verkrochen und ich hänge hier fest. Verdammtes Land! Ich habe zufällig seinen Kopf dabei. Er ist der wandelnde Tod, ein Mörder, ein Abtrünniger, der sich an keine Regeln hält. Deshalb fordert meine Gilde seinen Kopf. Ja, zufälligerweise, ganz zufälligerweise habe ich den getötet und noch zufälligerweise habe ich mal seinen Kopf mitgenommen. Tar ist tot. Ach ja, natürlich. Und ich bin ein Priester Aonirs. Ihr glaubt wohl, ihr könnt mich hinters Licht führen. Hier ist sein Kopf. Glaubt ihr mir jetzt? Nors Auge. Tatsächlich, der Schlechter ist hinab zum Seelenfluss gefahren. Gute Arbeit, Krieger. Ich erkenne an, dass ihr etwas taugt. Hier, nehmt das Kopfgeld. Ihr habt es euch verdient. Gut. So. Das ist doch ein gelungener Part. Wir haben ja schon alles aufgebaut und nebenbei voll viel RPG gemacht. Rollenspiel und so. Roleplay gemacht. Genau. Wir haben voll mit den Leuten geredet. Das haben wir. Genau. Wir bräuchten jetzt quasi mal... Ich weiß gar nicht. Brauchen wir eine Schmiede, wenn ich Brander herstellen will? Ne. Keulenschnitter, Schamanenhütte und Blutheiligtum. Okay. Keulenschnitzer. Ja, ja. Schamanenhütte. Lasst uns lieber Krieg führen. Und ein Blutheiligtum. Für das brauchen wir 200 Holz und 100 Lenya. Das könnt ihr komplett knicken. Mann, wie soll ich da Einheiten herstellen? Ich habe hier viel zu wenig Holz. What the fuck? Ich habe wirklich zu wenig Holz. Ja, vielleicht werde ich einen Versperrträger herstellen. Ich weiß noch nicht, wie ich diese Karte am besten spielen soll. Ich hätte doch erst den Spalt spielen sollen. Ich glaube, im Spalt kriegt man noch andere Einheitenkarten. Da kriegt man auch bessere Nahkampfeinheiten. Wie ist das? Machst du das falsch? Ich will halt im Spalt schon möglichst stark sein, aber recht viel stärker werde ich nicht mehr, weil hier gibt auf der Karte... Gibt es eigentlich gar nichts, was mich wirklich... Doch, es gibt ein Item, was mich stärker macht. Doch. Es gibt ein Item, was mich hier stärker macht. Zwei eigentlich mit der Erdenklinge. Wobei ich auch die Erdenklinge schnell hätte holen können und... Leck mich am Arsch sagen können und... Dann hätte ich, Ich muss Speerträger bauen. Es bleibt mir fast nichts anderes übrig. Es bleibt mir wirklich fast nichts anderes übrig, denn ich werde nicht genug Holz zusammenbekommen für die ganzen Brander. So, schauen wir mal. Totem erhält Schild, verbessert Zauber, blablabla, Totem. Also, Magie mit einem einfachen Lederschutz und einem Totem. Schmerz. Ich glaube, ich mache einen Fehler, wenn ich die Brander herstelle, aber ich versuch's mal. So, das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte, ist ein bisschen warten, bis wir ein bisschen Holz haben.
200 Holz, na ganz toll. Aber ich bekomme zumindest noch keine Angriffe rein. Das ist ein verfluchter Sachbitter. Wo? Ach da. Ja, gut, aber das ist der befreundete Ding. Ich kann die aber später alle töten mit meinen eigenen Truppen. Das ist nicht das Problem. Ich kann meine Verbündeten töten, keine Sorge. Ey, das sind Orks, das machen Orks. Also, so, ich möchte jetzt diesen Part langsam beenden. Deswegen baut man schnell die Hütte. So, und ich vernichte jetzt auch nochmal. Ich habe zumindest Zeit beim Aufbau, das ist schon ganz cool. Mhm. Ja. Mhm. Dance for me, bitch. Oh yeah, dance for me. Oh, geil, ja. Mhm. Zeig's mir. Oh ja, Baby, geil. Das ist ein Verfluchter. Und schafft er es noch? Immerhin war der Turm abgelenkt von dem anderen. Wird er es schaffen? Nein, er wird sterben. Mich hat's erwischt. Jo! Die Linien müssen halten. Oh, kommen jetzt schon die ersten Angriffe. Alles klar. Greifst du mich an, wenn ich deinen Kumpel angreife? Nee. Nee, ich renne einfach weiter. Ich bin so ein Arschloch. Wow, ich lasse meine Freunde im Stich. Oh, so, Brander erhält Zauberspruch Feuerwelle. Da bist du das macht halt mal die Einheit dreimal... Naja, nicht ganz dreimal so stark. Aber wenn sie keinen Mana hat, bringt das einen Scheißdreck. Aber ja. Ja, magst du kämpfen oder... Nee, der mag nicht kämpfen. Läuft mein Char nicht ein bisschen schneller, der Hose mit 5%? Ja, jetzt... ganz toll. Bleib da, Blackie, komm. Der verarscht dich nur. Ich kann bestimmt schneller laufen als du. Ha, damit kannst du nichts gegen mich ausrichten. Laufen 5%? Ich müsste schneller sein. Piss. Okay. Wir haben die Siedlung soweit aufgebaut. Wir haben kein Holz mehr. Fuck this, Mann. Ja, ich hätte da so eine kleine Idee. Wo sonst? Natürlich. Standhalten, Männer. Natürlich. Blackie, das ist eine Sache, die mich echt nervt am Hauptcharakter, dass er permanent stur stehen bleibt. Weg. Das ist der, davor weggelaufen ist. Der sieht, wie ich seine Freunde verprügel und verpisst sich einfach. What the fuck? Standhalten, Männer. Ich meine, ich habe schon viel in dem Spiel gesehen, aber das finde selbst ich ein bisschen strange. Wow, okay. Scheiße, der greift uns an. Schnell, lass uns abhauen. Ja, kann sich nur um Jahre handeln, bis die gebaut sind. Aber ich sehe schon, wir werden nicht nur Holzprobleme haben, sondern auch Lenya-Probleme. Wunderbar. Sehr schön. Wir werden einfach generell Ressourcenprobleme haben auf dieser verdammten Karte. Aber das sind die Düsterlanden. Nebelquarz und Helm der Ordensritter. Nice. Der Helm ist gar nicht mal schlecht. Ja, schon gut. 40 Holz für 1, 2, 3, 4, 5, ja. Ich glaube, es letztendlich lohnt es sich, aber... na egal. So. Brander. Ich mag die Brander. Die Brander machen Damage auf 3 Ziele gleichzeitig. Das ist schon... Das ist nur eine krasse Verbesserung. Erinnere dich an den Scharfschützen der Menschen. Wow, die... Hier unten triggern die hier oben. Aber sie werden es... Ne, sie schaffen es nicht ganz runterzukommen. Das ist gut. Dadurch kriege ich ein bisschen Holz. Und drehen sie jetzt wieder um? Sehen sie wieder? Ich habe keinen Plan, weißt? So.
Okay, die haben jetzt ein bisschen was zu tun. Die dürfen jetzt ein bisschen Fersengeld geben. Okay. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir haben in diesem Part doch, wir haben eine ganze Siedlung aufgebaut. Wir haben nebenbei so ein bisschen schon mit Falum gesprochen und mit Rigor Mortis. Und das ist doch mal zumindest ein Fortschritt. Schauen wir mal, wie viele Brander wir bauen können. Noch insgesamt 7 Brander noch. Also wir dürften die 25 zumindest voll kriegen. Vielleicht machen wir auch ein paar Speerträger. Ich habe ja eine Schmiede gebaut. Also theoretisch könnten wir hier auch was bauen. Müssen wir nur schauen, ob wir die verbessern können, die Speerträger. Auch wieder 3 Feinde gleichzeitig, okay. Ich kann es machen. Ich habe eh zu viel Eisen. Ich brauche das ganze Eisen eigentlich gar nicht, aber naja. Was man hat, das hat man, wie es so schön heißt. So. Die oben, die sind hier solche voll ab. Ich wollte den Part beenden. So, Leute, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sind hier voll am Dingsen mit den Orks und, ja, die Map. Ah, jetzt sehen wir uns das mal an. Die meine selbst. Krieg. Krieg. Vorwärts, vorwärts. Sind natürlich beschissene Tanks, die Brander. Und ich finde es toll, dass sie nach vorne laufen. Aber sie. Das ist halt. Das sind halt. Ist halt ein Verbrennungseffekt. Und nicht nur einer. Hallo, ich wollte den Brander anklicken. Wow. Die Linien müssen halten. Auf meinen Befehl. Ehre Aonirs. Hier. Für den Clan. Auf mein Zeichen. Die brauchen halt scheiß viel Mana. So. So. Oh, okay. Ich muss halt schauen, dass ich nicht zu viel Nahrung verbrauche, weil die brauchen vom Nahrungslager auch ein bisschen Nahrung, damit sie ihr Mana wieder auffüllen. Ich weiß nicht, ob Mana auffüllen auch Nahrung benötigt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur hundertprozentig, dass... Das war's mit meinem Lenya. Oh, ich wollte den Part beenden. Ich wollte noch zeigen, wie die Brander angreifen. Ich werde den Part jetzt aber dennoch beenden. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und im nächsten Part werden wir diese Karte hier ein bisschen erkunden müssen. Und ich glaube, ich werde hier ziemlich viel alleine mit Blackie machen. Oh, ich kann resisten. Ich bin so toll. Es ist halt schon echt bitter, weil Blackie tankt hier echt gut und in der Zwischenzeit, da die nur auf Fernkampf eingestellt sind, bolzen die denen halt einfach die Scheiße ins Gesicht. Es ist einfach so, sagen wir es doch, wie es ist. Das ist schon sehr geil. Und wenn Blackie aber erkundet, werde ich einfach hier ein paar Speerträger bauen. Dann haben wir 20 Brander, mache ich noch 20 Speerträger und dann sind aber alle glücklich, weil wir eine kleine Defense aufgebaut haben. Und ich würde sagen, die baue ich auf bis zum Anfang vom nächsten Part, dann sparen wir uns ein bisschen Wartezeit und genau, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis dann und ciao, ciao, euer Blackie.